Willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir sind immer noch auf Kingston. Immer noch auf der Suche nach zahlreichen Schätzen, die wir hier überall einsammeln können. Und wollen und müssen und so. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal wieder so ein bisschen erstmal auf Aussichtspunkte. Dann gucken, wo wir überhaupt insgesamt noch jede Menge Zeug haben. Und dann mal schauen, wie wir uns hier so organisieren, dass wir hier alles möglichst zügig eben hier einsammeln können. Ich habe hier keine Ahnung. Ich mache das hier einfach nur. Ahnung sieht anders aus. So. Wir müssen da hinten irgendwo ja noch weiter hin, als der Baum ist. Ich hoffe, ich komme hier einigermaßen ungesehen auf die Mauer hinauf. Ungesehen sieht anders aus. Keiner sieht mich. So, jetzt suchen sie mich. So ein bisschen. Der Schütze oben, der nervt mich jetzt schon. So, hier auf das Gebäude müssen wir hoch, ja? Guten Tag. Mist. Jetzt fallen wir alle nochmal zusammen um hier. Hey. So, töte ihn. Und ihn nochmal. So, jetzt haben wir die hier schon mal. Und dann. Oh, guck mal, da können wir rein. Müssen wir bestimmt irgendwann storytechnisch noch so irgendwie mal da rein. So, einmal hier synchronisieren bitte, danke. Kann er vielleicht jetzt schon mal rein und mal gucken? Nur gucken. Vielleicht müssen wir da rein für irgendein Manuskript oder so. Ich weiß es nicht. Wobei, eigentlich gibt es hier ein Fragment. Das ist irgendwo da hinten. Er ist automatisch aus dem Ding ist wieder rausgekommen. Wahrscheinlich, weil er halt gesehen wurde. Ups. Hallo? Hallo? So. Er wollte da nicht irgendwie das machen, was er soll. Wieso kriege ich jetzt das Fragment dann nicht? Aha, geht doch. So, das heißt, hier hinten in der Ecke haben wir nicht mehr so viel. Da haben wir hier noch eine Truhe. Und hier hinten müssen wir dann den nächsten Synchronisationspunkt haben. Wenn wir dann diese Truhe auch haben, da haben wir auch eine Truhe. Okay, wir machen immer die beiden Truhen, gehen dann hier so langsam runter Richtung Synchronisationspunkt. Müsste, glaube ich, vielleicht schon der letzte sein. Ne, da unten sind auch noch welche, das zählt auch noch dazu, okay. Na gut. Dann ist es so. Kannst ja nichts machen, ist halt so. Ups. Ich bin weg, tschüss. Ich will doch hier nur die Kiste. Ach, kann er nicht. War jetzt nicht anonym. Das hätte ich mir ja denken können. Na, komm schon. Ihr seht mich gar nicht. Ihr wisst gar nicht, dass ich überhaupt noch existiere. Ihr habt das einfach schon vergessen. Einfach so puff und weg. So, jetzt aber. Da sind zwei Upgrades verfügbar. Muss ich auch mal gucken.
Wir haben auch hier Kenway Upgrades mal wieder. Ah, falsche Taste. Die hier. Kenway, Edward. Sind Monturen, Personensets. Nicht die Upgrades, hier meine ich nicht. Herstellung. Da brauchen wir Buckelwalhaut. Hier brauchen wir Knochen des großen weißen Hais. Raubbomben geht auch nicht. Kaninchenpelz bräuchte ich. Kaninchen zu erwischen ist halt auch immer so ein Ding der Unmöglichkeit. Schwertwalhaut. Habe ich nur eine. Berserkerpfeil geht auch nicht. Schlafpfeil. Tralala. Das könnte ich theoretisch herstellen. Aber ich muss in der Hauptgeschichte vorankommen. Okay. Fazit ist, ich muss auch auf Kaninchenjagd. So ein bisschen. So, jetzt aber erstmal die Truhe. Vielleicht auch doch nochmal die da hinten, ich weiß es nicht. Mit dir kann ich nichts anfangen, ne? Ne. Du kannst halt durch mich gut durchgehen. Ich weiß nicht. Ich muss hier nur mal durch. Hallo, ich bin hier. Komm mal ran auf den Meter. So. Jetzt da hinten irgendwie zu dieser Kiste. Guten Tag. Maul halten, danke. Ups. Ich wurde gesehen. Aua. Oh, weg hier. Wo wäre der nächste Dingens? Da. Ah, kriegen wir ihn. Dahin können wir laufen. Hoffe ich. Ich will hier nur mal durch. Ich hab's eilig. So ein bisschen. Hallo. Oh, wie ich das hasse. So. Jetzt können wir meinetwegen kämpfen. Aua. Lass ihn nicht. Was ist normal? Töte ich dich. Okay, töte ich auch so. Verarschen. So. Haben wir Ditte. Kann ich hier schnell reisen? Kann ich. Dann können wir nämlich ein bisschen kürzeren Weg haben zu den nächsten Punkten. Wir können hier einen Assassinenauftrag annehmen vielleicht. Wobei, ich befürchte fast, da müssen wir jetzt wieder in das Sperrgebiet. Aber halt mal gucken. So, mal hier, hallo. Ein wahrer Sklavenhändler wurde im Herzen der Stadt bei der Ausübung eines widerwärtigen Geschäfts gesehen. Er muss sterben. Ja, Nebenquests in Assassin's Creed 4 oder generell vielen Assassin's Creed Spielen. Es wurde ja auch schon in den Kommentaren angemäkelt, so, das Spiel hat viel zu wenig Nebenquests. Sehe ich nur teilweise so, ich sehe es halt eher so, das Spiel hat keine Nebenquests, die wirklich eine eigene kleine Story haben, die einfach für sich allein stehen. Und es ist halt hier so Nebenquest-mäßig so, ja, der muss sterben. Der hat was ganz Böses getan. Oder halt auch vielleicht was nicht so Böses. Wir tun was Böses. Aber hey. Du weißt, was ich meine. Denke ich mal. Da ist er. Upsala. Und tschüss. Gut,
Oh, da sieht mich ja. Die Sau. So, wo müsste ich da als nächstes hinlaufen? Wir haben hier eine Templerjagd. Ist das da, wo diese Mühlen waren? Ich weiß nicht. Da haben wir auch noch eine weitere Assassinenauftrag. Okay. Wir nehmen erstmal die Truhe. Erstmal geht's ans Wichtige. Das Geld. Was nicht so viel ist in so einer Truhe, aber hey. Da kann ich hier hoch? In den Assassin's Creed Spiel ging es ja irgendwie nicht, dass ich über manche Holzzäune rüberklettern kann. Ich weiß gar nicht, warum. Tja. Dann mal ran an das Manuskript. Ist ja eigentlich, also wenn ich das gesehen habe, die letzte richtig große Insel, die wir haben, wo wir irgendwie was großartig sammeln müssen. Ich meine, wir haben zwar noch so ein paar Inseln mit so einem Kleinkram und so. Aber halt auch nur Kleinkram. So, da haben wir das Manuskript. Was steht da drin? Ach, du läufst doch einfach vorbei. Ist okay. So. Vertumnus. Ein Porträt von heute. Sieht aus wie ein Haufen Obst. Ein herrlich surreales Porträt des Kaisers Rudolf II., das im 16. Jahrhundert von dem einzigartigen Giuseppe Archimboldo gemalt wurde. Beachten Sie im Vordergrund die Blüte, die an eine Paris Japonica erinnert. Aus der Sammlung von Peter Beckford. Ich meine, ich finde sowas cool, aber ich würde mir sowas nicht hinlegen. So bin ich halt. So, da unten haben wir auch dann gleich noch ein Lager, das wir irgendwie einnehmen können. Und plündern und überhaupt. Aber erstmal müssen wir hier irgendwie hoch. Da hinten. Achso, das ist mein Schlüsselträger, ja. Gucken wir gleich mal. Hallo, du sollst auf das Dingens drauf. Danke. Wow, ich bin ganz schön weit oben. So, Schlüsselträger, Schlüsselträger, Schlüsselträger. Sehe ich nicht. Sehe ich wirklich nicht von hier aus. Da müssen wir wohl erstmal näher ran. Aber hier erstmal ist hier die Kiste näher dran. Die holen wir uns zuerst und müssen wir so ein bisschen unnötig viel zurücklaufen. Was wir wahrscheinlich teilweise sowieso schon müssen. Ups. Hallo? Erbeute die Kiste. Danke. Ihr seid keine Schlüsselträger. Ihr seid mir relativ egal. Okay. Das war ein Satz mit X. Okay, da kommt gleich der nächste und da ist auch ein Schlüsselträger. Der gerade versucht wegzulaufen. So, wo ist er denn da hinten? So, jetzt die Leiche bewachen. Sicherheit, dass mich die Schützen hier nicht erwischen. Es sieht mich keiner.
Unrealistisch. Na, wie hast du mich denn jetzt gesehen? Nur mal so theoretisch. So, ähnlich eine weniger. Mist. Okay. Stehen bleiben. Einfach stehen bleiben.